Herzlich willkommen, liebe Rhythmusspielliebhaber, Plöckelteiler, Möger und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um Beat Saber und die Quest 3. Ja, die meisten werden sich schon mal gefragt haben, jetzt gerade mit der Quest 3, Beat Saber, ich würde gerne Custom Maps installieren und Custom Songs abspielen. Und mit dem Original geht das ja nicht so einfach. Bei der Quest 3 funktioniert das Modden, was wir nämlich dafür machen müssen, ein bisschen anders als bei der Quest 2. Und das gucken wir uns gleich an. Dafür brauche ich ein paar Vorbereitungen. Und zum einen brauche ich meine Quest 3 logischerweise. Ich brauche ein USB-Kabel. Ein Smartphone oder Tablet mit der entsprechenden Meta-App. Und einen PC oder Laptop, um das Ganze machen zu können. Und wie das genau funktioniert, das gucken wir uns jetzt auf meinem PC an. Ja, ich habe hier jetzt mein Tablet geholt, aber ihr könnt auch euer Smartphone nehmen. Da öffnet ihr dann die Quest App und klickt einfach mal unten auf Menü. Beim Menü geht ihr dann oben auf Devices, wählt im Anschluss dann eure MetaQuest aus und wenn ihr das dann getan habt, dann könnt ihr ein bisschen warten und sobald unten der Button hell ist mit den Einstellungen, geht ihr einfach da drauf. Jetzt müsst ihr nur noch den Entwicklermodus aufrufen und dort ganz zum Schluss dann den Haken setzen bzw. den Schieberegler umlegen. Nachdem das dann erledigt ist, könnt ihr die App wieder schließen bzw. das Smartphone oder Tablet einfach auf die Seite legen, weil hier sind wir dann fertig. Der nächste Schritt gehen wir für in den Browser. Dort ruft ihr dann einfach die Meta-Logging-Seite auf und loggt euch mit euren Daten ein. Auch hier habe ich euch den Link unten in die Beschreibung gepackt. Also sobald ihr eingeloggt seid, könnt ihr die nächste Seite aufrufen, und zwar die Oculus.db. Dort geht ihr einfach in die Suche und tippt einfach mal Beat Saber ein. Dort sehen wir dann die beiden Beat Saber Versionen, die wir haben. Einmal die Demo und einmal die Originalversion. Wenn wir dann auf Details geklickt haben, sehen wir die einzelnen Versionen, die wir haben wollen. Wir wählen die Version 1.28.04 und so weiter und so fort. Weil das ist die letzte Version, mit der wir modden können. Sobald wir die gedownloadet haben, wechseln wir auf die Seite von SideQuest. Das kleine Programm müssen wir natürlich zuerst installieren und dafür gehen wir einfach auf die Seite, auf die Downloads und auf der rechten Seite nehmen wir die Advanced Installer Version. Dort einfach auf den Download-Button klicken und schon kann es losgehen. Nachdem ihr SideQuest heruntergeladen und installiert habt, startet das Programm. Vorher schließt ihr aber bitte noch per USB einfach eure Quest an den PC oder Laptop an. Auf der linken Seite seht ihr dann ein grünes Symbol leuchten, was uns anzeigt, SideQuest ist mit der Quest verbunden. Nun klicken wir oben rechts auf das Symbol für die aktuell installierten Apps. Dort finden wir dann natürlich auch Beat Saber wieder. Wir gehen einfach auf das kleine Zahnrädchen auf der rechten Seite. Und jetzt kriegen wir ein Menü angezeigt, wo wir mehrere Sachen machen können. Als allererstes solltet ihr ein Backup machen, und zwar von euren User-Daten. Das macht ihr dann auf der linken Seite. Wenn das Backup fertig ist, dann können wir hingehen und die App deinstallieren. Das machen wir dann unter Uninstall App. Aber keine Angst, wir holen uns natürlich die App wieder. Und zwar haben wir ja vorher über die Oculus.db eine ältere Version runtergeladen und die werden wir jetzt installieren. Dafür gehen wir einfach oben rechts wieder im Menü auf Install APK. Einfach anklicken und schon kommt die Auswahlbox, wo wir dann auswählen können, welche App wir installieren wollen. Dort wählt ihr dann natürlich die von euch eben heruntergeladene APK aus und der Installprozess geht schon los. Als nächstes rufen wir den Link für GitHub auf. Und zwar da, wo wir den Quest-Patcher finden. Wenn man ein bisschen runterscrollt, finden wir dann die Version für Windows. Einfach anklicken und downloaden. Nachdem ihr ihn gedownloadet habt, installiert ihr das Ganze einfach und startet es. Bei mir sieht das jetzt noch ein bisschen anders da aus, weil ich schon gemoddet habe, aber ihr könnt hier unten dann den Button klicken für die Quest zu patchen.
Nun rufen wir noch unsere letzte Seite auf, und zwar dort, wo wir alle Mods finden. Auch der Link ist wieder in der Beschreibung. Zuerst wählt ihr eure Game-Version aus und anschließend geht ihr dann auf Download aller Core-Mods. Anschließend gehen wir wieder in den Quest-Patcher und wählen oben über Browser die gerade runtergeladenen Core-Mods an und installieren diese. Und damit sind wir fertig. Nun könnt ihr in eure Quest gehen und Beat Saber öffnen. Hier erwartet euch dann erstmal so ein Fenster, was dann sagt, dass ihr zurücksetzen könnt, aber wir sagen App öffnen, weil das Programm erkennt einfach, dass es eine ältere Version ist von Beat Saber und möchte gerne diese wieder auf den Ursprungszustand zurückbringen. Wenn wir jetzt Beat Saber dann starten, dann haben wir jetzt auf der Seite unsere Mods, können auch gucken, was wir alles für Mods schon installiert haben. Und genauso haben wir auch auf der linken Seite jetzt Reload, Playlist oder unsere Songauswahl. Also das heißt, hier können wir jetzt auf die entsprechenden Custom Songs zugreifen und diese einfach downloaden. Auf derselben Art und Weise können wir natürlich auch weitere Mods noch installieren. Dafür benutzen wir immer den Quest-Patcher, laden die Mods von der entsprechenden Seite runter und der Quest-Patcher bringt sie dann auf unsere Standalone-Brille. Und so haben wir dann natürlich die Möglichkeit, auf der Standalone-Brille unser gemoddetes Beat Saber zu spielen mit unseren Custom Songs. Ich hoffe, das Video hilft dem einen oder anderen weiter, wenn er seine Beat Saber Standalone-Version gerne modden möchte und eine Quest 3 besitzt. Falls euch das Video gefallen hat, ich freue mich immer über einen Däumchen, einen Kommentar oder ein Abo. In diesem Sinne macht's gut, ciao ciao, euer Sushiro.